Es ist fähig. Es ist einfach. Nee, da ist ja wirklich Wasser drin. Nimm deinen Hintern aus meinem Gesicht. Ich bin noch sehr, sehr leise. Wie eine Elfe. Hui. Ui, das war zu schnell. Hallo. Lassen Sie mich raus. Ich bin hier in einer misslichen Lage. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Nicht wundern, dass es ein bisschen später geworden ist, da oben 17 Uhr und so, ne? Ich war nämlich nochmal zu Hause, wie ihr seht. Ich habe jetzt hochwiller eine Axt und ich habe mir die Lieferfläche eingesteckt. Und ich habe das natürlich gleich ausgenutzt und habe das ganze Zeug zu Hause gelassen. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen mehr looten. Blöd ist nur, dass ein bisschen Zeit dadurch flöten gegangen ist. Aber ist ja nie so schlimm. So, wir waren letztes Mal hier durch. Ja, die zweite Reihe hatten wir auch schon, ne? Oh, ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, ich hatte die zweite Reihe. Genau, da habe ich ja hier durch und zack, Bums darüber und rinnende Kirsche und so. Na gut, dann machen wir da hinten weiter. Kicken wir uns das an. Und dann muss ich kicken, dass wir die Zeit absetzen, dass wir uns die Quest holen können, ne? Ist natürlich ein bisschen später geworden. So, was haben wir hier? Ein Wasserturm? So. Sehr, sehr sprunghaft. So, komme ich? Nee, ich komme nicht. Es ist fähig. Es ist ein... Nee, da ist ja wirklich Wasser drin. Ich bewässere gerade die Wüste. Ups. Ups. Hallo, du sollst rund... Oh, Alter, bloß nicht die Haxen brechen. Hui. Na gut, das Wasser geht nicht komplett runter. Gut, dann bewässere ich das hier doch nicht. Okay, 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 okay. So, dann fangen wir hier... Oh, Alter, das ist ein Saloon. Da kommt doch Freude auf. So, dann gucken wir mal... Nee, ich schlag dich nicht auf. Man kann bestimmt von hinten rennen. Oder von der Seite. Es gibt immer einen leichteren Weg rein. Ich sehe ihn zwar noch nicht so ganz. Ja, gut. Aber diesmal kann ich das ja so machen. Halt ja kein Problem. Kriegen wir schon hin. Ja, die Scheune ist ein bisschen anders, Thomas. So. Oh. Das sieht explosiv aus. Ich sehe jetzt hier keine Zombies. Wie gesagt, das hat aber nicht viel zu bedeuten. Ja, das meinte ich doch. Und da ist er. Mutschin. Ich habe sie erwartet. So eine große Scheune plus ein Zombie? Tatsache. Na gut, dass die nicht hier oben aufgetaucht ist, da drüben. Und ich denn da zack, bums, und dann wäre nämlich das nächste kaputt. Hm? Da ist nichts. Was haben wir hier? Es geht weiter mit nichts. So, pass auf, und jetzt ist... Naja, ich wollte gerade sagen, eine Axt, denn hätte ich mir... Ne, okay, den Weg hätte ich mir nicht sparen können zu Hause. Nach Hause. Weil, wie gesagt, Inventar. Und wenn wir jetzt nochmal eine, wie gesagt, eine Fünfer-Quest machen. Ich hab's da gesagt. Könnte ein bisschen voll werden. Wie gesagt, mir ist das auch völlig schnurz, was das für ihn ist. Naja, nicht so ganz egal. Wäre schön, wenn es bei uns in der Nähe ist. Oder mal, weil wir neue... Ich mag neue Sachen. Nicht immer der ein und dasselbe. Ich ist nicht so gut. Hallo. Ich bin's. Na? Ist da wer? Da ist ein Füß. Ja, den Kopf habe ich gar nicht gesehen. Schön. Na, Wauzi? Siehst du, der mag mich. Er liegt mir fast zu Füßen. Naja, nicht ganz. So. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das alles war. Ich rieche den Tod. Oder ich bin nicht. Der kann auch Sinn. So. Hallo. Achso, das ist draußen. Gut. Oder haben.
Geh mal ein Stück näher ran. Aber ich hab doch genau auf seinen Kopf gezielt. Ich glaube, die Hitbox von der Treppe ist zu extrem, wa? Hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Das hat funktioniert. Hat keiner mitgekriegt, oder? Ich glaube mal nicht. Weiter, weiter. So, was haben wir hier? Eine Kasse. Dürfte ich Sie bitte an die Kasse bitten? Ja, Siggi. Dann ist da bestimmt ein Moment mal. Liegt da? Nee, da kann keiner hinterliegen, sonst hätten wir schon gesehen. Bin trotzdem ein bisschen vorsichtig. Wie immer. Vorsicht kommt vor Nachsicht. So, das ist doch nicht umsonst hier. Parkour. Genau mein Ding. So. Wie eine Ballerina hier, so ganz vorsichtig. Na? Was ist mit der Kohle? Ich hab sie. So. Na gut, jetzt seht ihr hier auch noch hoch. Ich Idiot. Ich hab zu gut ausgeräumt. Na gut, wir müssen nachher nochmal nach Hause. Also 5er-Quest mit bisschen Munition ist Mangelwirtschaft. Verdammt. Das habe ich nicht kommen sehen. Nimm deinen Hintern aus mein Gesicht. Sag mal, hallo. Was soll denn das da? Es riecht streng. So, jetzt sieht es hier raus. Gehen wir mal nach. Ja, da muss ich nochmal nach Hause. Da war ich ein bisschen zu grünselig mit Aufräumen. Das kann vorkommen. Nun lass mich raus. Das ist ja ein bisschen schief. Nee, da will ich nicht lang. So. So. Bist du? Nee, du bist nicht. Uiu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 i. Kann ich jetzt hier? Da, ich spring doch. Am Ziel. Hui, vorbei. Hä? Uiuiuiui. Warte mal. Gut. Warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Was ist denn da? Moment mal, ich muss mal kurz spionieren. Achso, das ist, der Saloon. Eine Tasche. Ich habe den ganzen Weg für eine Tasche gemacht, für 2 Bandagen. Ist ja geil. Das hat sich richtig gelohnt. So. Dann nehmen wir mal kurz hier rüber. Und lassen ein bisschen krachen. So, warte mal da. Da ist auch noch eine Tasche. Da geht das vielleicht nach oben. Das werden wir uns mal näher angucken. Ja. Das werden wir tun. Ich glaube, ich hätte darin sein müssen tun, wa? So. Aber wieso? Ich bin doch sehr, sehr leise. Wie eine Elfe. Und trotzdem haben die mich erkannt. Bin berühmt. Hui. Ui. Das war zu schnell. Hä, wie sag mal, wie hat denn der das gemacht mit Ideen? Ich glaube, das ist nicht original. Das sollte so nicht sein. Du hättest springen müssen. Das ist nämlich der springende Punkt. Die tun nicht das, was sie sollen. So, da ist... Uiuiui, was haben wir denn da? Loot. Na, das ist aber nett. Ich bin gespannt, wie voll das ist, wenn wir da hinten angekommen sind. Im letzten Gebäude. Na gut, zum Glück habe ich alt ausgeleert bei mir. So, Eisen. Wo sollte ich das mitnehmen? Ich weiß es nicht. Mach ich das? Aber Siggi. Ja, 200 Eisen. Wenn ich das ein paar Mal mache, sollte es ja für mich sich lohnen. So, mal da runter. Und jetzt hoch komme ich ja so oder so. Hallo! Lassen Sie mich raus! Ich bin hier in einer misslichen Lage! Hallo? Ganz allein. Naja. Gut, dann müssen wir uns alleine durchkämpfen. So, sag mal, hier runter. Ah, ich verstehe.
Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ich meinte natürlich, da habe ich mir... Ich wusste, dass ich da hochkomme und dann hier runter, hier will er runterfallen. Dann habe ich mir gedacht, nimmst du doch später mit. Muss doch nicht gleich gehen. Ja, ja, so war das. Ich würde mir so nicht ausdenken. Das wäre ja dumm. Hä? Okay. Naja. Naja. Oh, es wird dunkel. Das heißt, bald kommen die Bösen. So, wir sind jetzt da. Da sind wir darin. Dann ist das ja derselbe Raum, ne? Genau. Also ich hätte von hier rennen können. Und dann nach hinten. Naja, wir ziehen das Ding von hinten hoch. So, da haben wir... Ist das Kohle? Das ist Kohle. Naja. Ey, mach mal eine Buddel fertig. Nicht so schnell. So, warte mal. Links, rechts. Und nochmal. Und ins Kreuz, wollte ich gerade sagen. Aber das war ja der Kopf. Kann er sich erstmal einen Kopf machen. Und ich habe jetzt gerade meine Nase am Mikrofon gestoßen. Das ist sehr, sehr komisch. Dass das geht. Bei meiner Stupsnase. So. Ich muss mir denn aber bei der Fünfer-Quest irgendwie versuchen, ich glaube, wir werden da durchpiesen. Und minimal looten. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr, nicht glaubwürdig, aber ich werde das wahrscheinlich durchziehen können. Also, ich werde das versuchen. Ich hätte dir gesagt, dass da was versteckt ist. Hm. Weil kein Zombie durch und so, ne? Das wäre nämlich durchaus möglich. So, warte mal. Soll ich mal kurz ein bisschen auch die Magnum benutzen? Ja, hier ist auch... Jetzt riecht da Pipsi. So, hier schon mal nicht. So, ich kann jetzt da lang und ich kann jetzt hier lang. Sprach Sanatustra. Und drehte sich wieder um und geht in eine andere Richtung. Ich hab da eben Piepmatz gehört. Oh nee, da klopft sich Ina irgendwo. Ich glaube, da brüht sich Ina. Ihn. Also, haut irgendwo gegen. So rum. So, mal kurz hier rüber gucken. Ha! Alter, das ist ja fies. Gib mal, da kommst du hoch. Du siehst den doch, Jani. Aber ich sehe seinen Fuß. Nee, warte mal, der braucht gleich neue Tonschuhe. Na gut, hat richtig gut funktioniert. Na? Ninja! Ich glaube, da unten sind auch noch welche drin. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal hier drum kümmern, ne? Ich glaube, ich... Doch, hier waren wir auch schon mal gewesen. Vor geraumer Zeit. Ist schon 1-2 Tage her. So, da oben ist schon mal ein Kopf. Also, Kopf. Er Kopf, er fällt auf seinen Kopf. So, war das bloß einer? Nee, da ist noch einer. Siehst du? Haben wir auch. Ja, das holen wir uns gleich. Ich muss erst mal da unten gucken, ob wir da alle draußen haben. Können wir ja nur nachsagen lassen. Nee, drück mich nicht hoch. Sonst drücke ich wieder runter. Also ich drücke dich wieder runter, so rum. Ich kann auch von hier oben aus looten. Ist alles möglich. Ich muss nicht runter. So, na gut, ich sollte die andere Knifte in Hand nehmen. Ist vielleicht besser. Hallo. Ah, da hinten, da leuchtet schon wieder was grün. Kann ich das von hier? Oh, das ist... Nee, das ist normal. Bio oder normal. Nachladen. Ist besser. So, jetzt. Gehen mal. Nochmal. Steh auf. Okay, sie war doch schon tot. Sicher, sicher. Lieber es eh mal zu viel als eh mal zu wenig.
Wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung, aber das wisst ihr alle. Die schon ein, zwei Mal hier waren. Die konnte ich nicht sehen. Geh mal wieder runter. Warte mal kurz. Hat funktioniert. Was willst du mehr? Das ist doch alles Schnicke. So, von hier weg. Hä? Moment mal. Wir gehen mal gleich da hoch und dann gehen wir da runter. Der Tipp für alle eine Lösung. Ich glaube ganz fest daran. So. Hä? Wir müssen bloß hoch. Ich hab das hier sehen und ich hab mir gerade eingebildet, ist eine Klappe. Ich verstehe das nicht. Wie konnte ich das mit einer Klappe verwechseln? Keine Ahnung. Und diesmal kann ich mit einem Kaffee nicht rausreden, weil ich hab einen Kaffee. Ihr habt. Gut, dann kannst du hier. Hä? Muss ich von außen irgendwie, wa? Gut, ich komme so näher rein, ich komme aber auch so. Wie soll ich denn da hochkommen? Werden wir schon irgendwie rausfinden. So, runter und durch. Ich glaube, ich muss von hinten irgendwie oder so. Ich muss irgendwie von hier. Ne, macht Sinn, wir waren doch gerade auf dem Dach. Na? Fällt die jetzt auf? Wo? Nee, fällt mir nicht auf. Das ist da oben. Ach so. Ach so. Hä? Die haben sich da oben, die waren da hinten, da haben sie sich nicht bewegt. Ey. Das ist aber fies. Komm her, Rombo. Die waren gerade unter denen und die haben sich nicht bewegt? Da wurden sie wohl noch nie getriggert. Na gut, hier ist aber auch bloß Baumaterial. Oh ja, gut. Aber, wie gesagt, hier könnten sie so eine geile Questen draus machen. Könnten sie machen. Wollen sie aber nicht. Na, wie gesagt, ich bin froh. Also, wenn die Alpha 20 kommen tut, die ganzen Questen, die sie vorhaben. Das wird bestimmt der geilste Scheiß. Freue mich richtig drauf. Aber wie gesagt, also, das wird noch ein bisschen dauern, so wie, bis die rauskommt. Hey, das ist Munition. Ich mag Munition. Die lässt sich so gut verteilen unter den Zombies. So. Oh, gut. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen. Ach komm, dieser weg. Das, weil dieser. Kann das später auch umwandeln? Ja, eigentlich müsste ich. Nee, war. Ist ja Messing. Moment mal. Da ist da eh dahinter, oder? Warte mal. Das weg. Wisst ihr was? Ich mach das alle clean. Erstens, ich hab Komponenten schon drinne. Diese Komponenten. Dann kann ich das ruhig machen. Ist ja keiner dahinter. Gut, ich glaube, der hätte schon reagiert, ne? Schneebar! Ich habe gedacht, wir sind jetzt fertig mit Schneebar. So, das haben wir auch. Warum sammle ich das jetzt, Villa? So. Das Geile ist natürlich, ich war Villa zu Hause gewesen und hab mir schon Essen mitgenommen, ne? Aber die Munition erstmal raussortiert. Na, Mädel? Hui, was machst denn du da? Na? Guckst du, was? Er ist verwirrt. Ich hab ihn entwirrt. Bin ja nett. So, ich muss erstmal dann zu unserem Töff-Töff. Weil wer hätte es gedacht? Inventartechnischerweise sieht es gerade ein bisschen. Ja, komm, scheiß weg. Der kann auch weg. Eine Kartoffel weg. So, siehst du, jetzt muss ich bloß an die Knarre. Blei weg. Zack, Bums.
Das ist ja kein Problem. Ja, wer hätte das gedacht? Mit meinem Inventar, dass das so schnell voll gehen tut. Macht das jetzt auch nicht gerade besser? So, wie gesagt, die Mods will ich nie. Das ist ja Eisen. Das kann ich ja auch okay machen. Du musst mal 5 Sekunden warten. Ah. Gläser. Holz. Ich hab ein Besi gescrapped und hab gedacht, das ist Eisen. Kann das sein? Ich glaube ja, Tim. Das ist ein bisschen dumm. Jawohl, da gibt ja auch Besis aus Eisen, nur nicht in 7 Days. So, dann nehmen wir mal hier raus, dann lade ich mal kurz bei uns ein. Und dann geht das weiter. Da ist ja nicht mehr viel. Da die noch. Ditte hier noch. Dann können wir ja doch nochmal kurz auf den Friedhof gehen. Weil wie gesagt, Zeit haben wir jetzt hier noch. So, Houston, ich bin wieder zurück. Also, folgendes Ding. Wir müssen unbedingt, wenn wir das jetzt so weit fertig haben, mal ganz dringend nach Hause wieder. Ich habe alles leer gemacht, bis auf die Karre. Ist natürlich richtig geil. Gut, dann muss ich mit dem Platz, was ich jetzt noch habe, auskommen. Muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Na gut, so viele Häuser sind das ja nicht. Was soll da noch drinnen sein? Wie gesagt, hier sind wir draußen. Jetzt müssen wir hier hin und dann nehmen wir die letzten Häuser zurück und dann passt das schon. Wie gesagt, wir kommen ja am Tag, jetzt in der Nacht eh nicht weiter. Achso, ist drinnen. Hallo. Das sind Knackis. So, die haben das noch nicht mitbekommen. So, mach mal ein Detter. Ihr Banditen, ihr Sträuchdiebe. Natürlich ist hier ein Tresor drin. Naja, gut. So, das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. So. Munition. So. Halt die Farbe. Wie gesagt, ich habe zu Hause keine Farbe mehr. Die muss raus. Aber das ist nur Stoff, ne? Ja, Stoff brauche ich so oder so. Gut, dann hätte ich den Stoff vorhin ja nicht wegschmeißen brauchen. Aber hey. So, warte mal, ich mach das mal clean. Dann haben wir das in die O. Na, wie gesagt, ich fahre dann zurück, dann machen wir einen Cut. Ist ja nun egal, wo wir die 5er-Quest annehmen. Dann kann ich zu Hause schnell ausräumen, dann den restlichen Metall. Oh, die nächste AK. Aber sonst war alles, ne? Da oben, da kommst du nie hin. Ja, dann kann ich das nämlich zu Hause, wie gesagt, ausleeren. Dann kann ich noch ein bisschen Eisen einschmelzen und so, über Nacht. Oh. Oh. Na gut. Ich hätte jetzt vorher gehabt, das auseinanderzuschrauben. Was dumm ist, ich hab dazu. Ach, das ist so alles. Rigged. Naja. Wenigstens mein Inventar ist leer, ne? Also. War leer, meinte ich. War. Naja, gut. Wer konnte. Wie konnte ich die Karre vergessen? So, warte mal, da ist doch. Gut, dass sie das nicht mitkriegt. Aber wenn ich da eh mal kurz auf so ein Ding hochlaufe, ist gleich Panik angesagt. Das ist immer sehr, sehr komisch. Was haben wir jetzt hier? Nee, das ist bloß eine Tasche. So, jetzt können wir bloß nur hoffen, dass hier nur geiler Scheiß drin ist und nichts anderes. Hä? Aber das ist doch ja ein Schunter. Also, das ist bestimmt bloß hier so, dass der Boden ein bisschen anders aussehen tut. Hä? Na gut, dann machen wir auf der Seite. Ist ja irgendwie. Hey! Siehst du, siehst du? Ja, komm, was soll's.
Holz weg. Prioritäten. So, das ist dann das vorletzte Haus. Ich glaube, wir kriegen das so ja hin. Ein bisschen sortieren. Passt schon. So, ist hier jemand drin? Gucken wir mal schnell so rein. Ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen. Hä? Ach da. Du kannst ruhig hier durchkommen. Ich treffe du nicht. Hat doch funktioniert. Alle Dream Sense. So, da hinten ist keiner. Hier kann nichts runterfallen. Ich glaube, hier sind wir dann auch durch. Nimm ich. Der Dumme ist, der kann trotzdem noch explodieren. Und ich hasse, wie gesagt, 7 Days Hitbox und so. Das ist meistens nicht so gut. Also wäre jetzt auch ein geiles Ding gewesen. Wir hätten darauf geklopft und zack, bums, wäre explodiert. Na dann, Prost Mahlzeit. Na gut, letzte Gebäude. Dann haben wir es hinter uns. Sieht man hier irgendwelche Zombies? Nee, das ist... Da ist Zombie. Schnicki Picki. Nummer 1. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der einzige Zombie ist. Aber ich gehe mal kurz hier rum, denn wenn wir ja sehen. Achso, ich kann hier von oben gehen. Ist doch alles ja kein Problem. Na gut. Dann gucken wir mal nach. Ja, wie gesagt. Manchmal kriegen wir da ja nie mit. Alter, ich hab hier rumgeballert, das hat euch nie interessiert. Naja. Komischerweise, das funktioniert immer. Moment, ich werde von oben rennen. Das scheint mir clever zu sein. Ich lade schon mal nach. Funktioniert immer wieder. Ey, Mutschen, na? Schon lange nicht mehr gesehen. Was? Seien Sie bitte ruhig. Halten Sie die Nachtruhe ein. Es ist 22 Uhr. So, da unten ist aber auch noch jemand drin. Der ist ein bisschen aufgeregt. Hey, Munition. Und eine Knifte. Die ich natürlich nicht mitnehmen kann. Naja, warte mal kurz. Ich hoffe, du tippst uns jetzt nicht gleich von hinten an. Das wäre nämlich maximal dumm. So. Ey, ich hab einen Schrauber. Hey, noch mehr Munition. Oder auch nicht. So, warte mal. Eisen. Stahl, Dingskomponenten, ne? Ja, ist doch Jugendmädel. Wie gesagt, ich brauche die Mods. Ach komm, die Drogen. Oder die Kohle. Weg damit. Hui! Da kommst du erstmal hoch und kickst den Popis. So war das nicht geplant. Hab ich erstmal den Arsch aufgerissen. Entschuldigung. Aber es ist ja nicht gelogen. So, was haben wir hier? Hier ist noch eine Tasche. Noch mehr Loot. Für den ich keinen Platz habe, Leute. Aber dafür kann das Spiel ja nicht. Hey, trinken. Sollten wir mal wieder... Ach, ist ja nicht so viel weg. So, kannst du gleich die Flaschen darin speisen? Funktioniert. Alt Schnicke. Uffi räumt. Verlassen wir den Platz. Diesen Ort. So, hier dürfte nicht mehr sein. Haben wir ja alle weggemacht. Aber da kann ich... Sorry, das wollte ich nicht. So, zerlegen es. So, jetzt. So, was haben wir hier? Der ist, Essen. Das ist für Hotdogs. Kinder gesehen.
Das hat doch keiner gesehen. Kommen sehen. So, dann nehmen wir das noch mit. Das kann ja im Dings bleiben. Bis nach Hause. Und dann ist es gut. So, ich würde mal sagen, ich fahre uns schnell nach Hause. So, wo ist meine Karre da hinten? Also, ich sag mal so, bis gleich, wenn bla Tag ist. Ja, gut. Also, bis dann. So, zu Hause, alles ingeräumt und das Krasse ist, ich hatte doch den Schrauber in der Karre gehabt. Naja, gut, wir haben zum Schluss zwar noch ihn gefunden gehabt, aber ich hatte alles da gehabt eigentlich. Wer hätte das gedacht? So, munitionstechnischerweise dafür, dass ich die Munition zu Hause gelassen habe, haben wir doch ins Weg gefunden. Ist doch ja nicht mal so schlecht. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen stören tut, ist die Zeit schon wieder. Mann, Mann! Aber willst du machen? Seven Days ist ein geiles Spiel. Da kannst du sagen, was du willst. So, dann sag ich mal, ich pack schon mal das halt für morgen ein. Also wir werden heute bloß noch eine Vorbereitung machen. Also wie gesagt, ist mir morgen scheißegal, was wir für eine 5er-Quest machen. Wir werden aber eine machen. So, jetzt werde ich gleich mal 500. Ach komm, was soll der Geiz? 1000 Schuss müssten reichen. So, ja, für mich. Ach, übrigens, hatte ich das schon erwähnt gehabt? Ich weiß es nicht. Naja, ich sag mal so, wir hatten die ganzen Maschinen angehabt. Und die Dinger sind durchgelaufen. Doch, ich glaube, das hatte ich gestern schon erwähnt gehabt, wa? Da, seht ihr, da, dass noch was drin ist. Ich glaube, das hatte ich gestern schon erwähnt. Aber jetzt habe ich gezeigt, wie viele Munition noch drin ist. Ah ja. Nein, was die Schreidamen haben nicht überlebt. Also wenn sie darin gelaufen sind. Aber müssen sie ja. Gut. Was kann ich denn jetzt noch bis morgen so ein bisschen kredenzen? Wir könnten... Nee, Speier mit Eck. Eier mit Speck können wir nicht machen. So, Kuchen fällt auch raus wegen Isney. Erstmal brauche ich Holz. Da haben wir noch eins. Ach, und muss da drüben nochmal das Eisen anschmeißen. Ist wohl denn doch nicht gelaufen. Aber das wollte ich ja so oder so machen. Jo, naja, das ist ein bisschen was. Ich brauche erstmal für die Spikes Eisen und Stahl, um das ganze Schoß aufzuwerten. Mache ich erstmal Stahl, wa? Wie gesagt, ich möchte die Klötze ringsherum aufwerten, unten in unserer Falle. Und dann unten die Gitter müssen, wie gesagt, auch aufgewertet werden. Und dazu brauche ich aber Eisen. Das heißt, ich muss aber noch... Ja, wir haben jetzt den Tag 73. 77 ist wieder Horde. Naja, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir Besuch? Oder ist jetzt schon wieder Soundkulisse? Ich höre Tote. Menschen. Und jetzt noch nicht mal hier los. In 7 Days. Nö, hier ist nichts. Da, unsere paar Pflanzen. Ey, die sind so ja schon fertig. Ups. Mais, Mais. Steht aber nicht da, wa? Doch, da ist Super Mais. Das ist Standard Mais. Daraus wollte ich Mehl machen. Und der kommt aber dann raus. Auf der Seite kommt bloß der Gen-Mais. Und auf der anderen Seite soll denn Standard-Mais für unser Brot sein. Macht das denn Unterschied? Kann man denn das Brot auch mit den Super-Mais machen und hat denn ein besseres Brot? Ich glaube nicht, wa? Hm. Wäre aber eine geile Idee. Nimmst du denn so einen Hotdog oder sonst was? Dann bing! Brezel, da bin ich. Hm. Moment mal, ich hab das da oben hingeschmissen, ne? Das ist Mais, das ist auch Mais. Das heißt, ich kann Villa eins machen. Da. Dann hätten wir schon unser zweites Pflänzchen. Das heißt, da oben muss Villa eins raus. Es wird alles ausgetauscht. Mit dieser Gen-Kacke. So.
Du musst weg. Und dafür kommst du rein. Nicke. Jetzt haben wir schon 2 Pflanzen. Krasse Kacke. So. Na gut. Dann würde ich mich mal erstmal verabscheuen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ja, ein bisschen Rummiballer war ja und naja, wie gesagt, ich wollte mir unbedingt die Stadt angucken. Das haben wir ja gemacht und sie gefällt mir. Ja, ja. Na gut, aber wie gesagt, morgen, ich werde jetzt abwarten bis 6 Uhr und ein paar zerquetscht, werde ein bisschen Eisen farmen und ja, und das schon einschmelzen, dann haben wir nämlich das schon mal weg. Und wie gesagt, wir machen morgen zu 100% die 5er Quest. Und dann lassen wir das richtig krachen. Ich werde das jetzt auch krachen lassen. Ich werde mir jetzt den Bohrer holen. Und das ist gut. Achso, und eins hat sich doch neu geändert. Wir haben jetzt auch eine lilane. Musik umbauen. Ach, das tut interessant. Interessant. Na gut. Ich bin dann erstmal raus. Bis dann. Tschüss.